Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, dem Reinforcement Learning, und heute geht es endlich los mit dem Q-Learning oder Q-Lernen, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt. Das Ding ist folgendes: Wir können theoretisch schon alles machen, aber es ist sehr, sehr ineffizient und läuft langsam. Wir wollen das Ganze also ein bisschen verschnellern und deswegen machen wir einfach mal folgendes. Okay, wir machen folgendes: Wir suchen uns jetzt eine Q-Funktion. Und diese Q-Funktion soll uns für jeden Zustand ausgeben, wie wertvoll ist das Ganze denn? Beziehungsweise wie wertvoll ist eine gewisse Aktion für diesen Zustand? Okay, also wir machen folgendes. Wir suchen uns jetzt zufällig irgendwelche Zustände aus, zum Beispiel den hier. Und zufällig eine Aktion, die wir durchführen können. Also zum Beispiel nach rechts gehen. Okay, und dann bewerten wir, wie wertvoll war das? Und das tun wir für alle Aktionen, die wir hier möglich haben. Das heißt, wir bewerten erst diese Aktion, nach links zu gehen, nach oben zu gehen und nach rechts zu gehen und dann nach unten zu gehen. Naja, die sind irgendwie langweilig, die sind alle 0 irgendwie. Weil der Zustand hier hat ja 0 Wert, der hier hat auch keinen Wert, der hier hat auch 0. Also es gibt uns keinen Reward und es gibt uns kein Punishment, also keine Bestrafung. Und der nach unten, der gibt uns auch nichts. Das heißt, irgendwie kommt hier 0 bei raus. Langweilig. Okay, machen wir das Ganze jetzt mal für ein bisschen spaßigeren Zustand. Schauen wir uns den hier an. Packen wir das einfach mal hier hoch. So, jetzt können wir ein bisschen durchgehen und zwar durch die einzelnen Zustände. Was bringt mir denn hier am meisten? Naja, ich kann... was habe ich jetzt gefunden? Eine Drehfunktion, okay. Ich finde irgendwie immer neue Funktionen in dem Programm. Okay, also wir können nach links gehen, das gibt mir wieder Wert 0 raus. Wir können nach unten gehen, gibt mir auch Wert 0. Nach rechts gibt mir Wert 0. Aber Achtung, nach oben gibt mir Wert minus 100. So, und jetzt was mache ich? Ich suche mir das Maximum aus. Also das Maximum wäre entweder dahin, dahin oder dahin. Und ich notiere mir die Aktion, beziehungsweise ich speichere mir die Aktion für diesen Zustand hier. Und merke vor, mein Maximum ist immer noch 0. So, also welche Aktion jetzt hier ausgeführt wird, ist egal. Aber da gibt es dann auch noch ein paar kleine Tricks oder, ja, die werden wir auch noch behandeln, aber wahrscheinlich nicht in diesem Video. Okay, machen wir das Ganze mal für den spannendsten Zustand, nämlich zum Beispiel den hier oder den da unten. Jetzt bringt das Folgendes. Wir sagen, wir gehen hier rüber, nach links und wir gehen nach oben. Wir gehen nach rechts und wir gehen nach unten. Dann ist offensichtlich unser Maximum hier drüben, nämlich die 100. So, und dann notieren wir einen Wert von Gamma, also diesem Faktor, den wir letztes Mal eingeführt haben, diesem Diskontierungsfaktor, also Gamma, zum Beispiel 0,9 mal den Wert, der hier drüben steht, also 100. Was dann insgesamt bei 90 rausläuft und bei der festen Aktion da hinzulaufen, also 90 und linke Aktion, nach links laufen. So, jetzt haben wir tatsächlich was Neues gelernt. Wir haben hier zum Beispiel auch schon gelernt, dass wir nicht nach oben laufen dürfen, aber naja. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich einen neuen Wert festgelegt. Dieser Zustand hier hat jetzt Wert 90. So, und wenn ich jetzt hier weitermache, dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt hier eine Aktion auswählen muss, dann mache ich das hier, ich gucke, was passiert nach links, was passiert nach unten, was passiert nach rechts, kriege ich jedes Mal Wert 0 raus, aber wenn ich Wert nach oben nehme, dann habe ich hier 90 als Wert für meinen Zustand und der propagiert sich hier durch, das heißt Gamma mal 90, also 0,9 mal diese 90, dann wären wir bei 81, wenn ich mich nicht vertan habe. Und haben somit auch für diesen Zustand hier einen neuen Wert rausgesucht. Und der propagiert sich jetzt hier immer weiter durch, bis wir selbst hier hinten einen kleinen positiven Wert haben werden. Weil 0,9 mal irgendwas Kleines ist immer noch größer als 0. Gut, schauen wir uns das Ganze mal für ein praktisches Beispiel an. Ich würde euch übrigens als Übung empfehlen, einfach mal das hier durchzunehmen. Ihr nehmt immer den maximalen Zustand und merkt euch die Aktion, in welche Richtung ihr geht. Schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an. Hier gucken wir, okay, nach unten und nach links gibt mir Wert 0. Das ist uninteressant. Nach rechts gibt mir Wert 81. Naja, 81, nicht gut, weil hier oben haben wir Wert 100. Das heißt, hier können wir sagen, okay, wir nehmen 100
mal 0,9, also wieder 90 und merken uns nicht die Aktion, ich laufe nach rechts, obwohl mir das auch positive Punkte bringt, sondern ich laufe nach oben, weil das eben mein Maximum ist. So, und jetzt seht ihr, was passiert. Je näher der Zustand am Ziel dran ist, desto mehr Punkte bringt es. Und hier bei diesem Zustand ist im Prinzip egal, ob ich nach oben laufe oder nach links. Da kann ich dann wieder zufällig untersuchen lassen. Wenn man das unendlich lange durchlaufen lässt, dann hat man hier einen Wert durchlaufen lassen, der ziemlich geil ist. Also am Ende weiß ich dann, okay, ich muss hier lang laufen und dann da lang. Das ist dann mein kürzester Weg. Oder hier so laufen. Dann habe ich meine 100 Reward. Das heißt, ich propagiere sozusagen meine 100 Reward mit diesem Gamma-Faktor immer weiter nach hinten durch und suche mir dadurch auch instinktiv den schnellsten Weg. Also einfach zufällig irgendwelche Sachen wählen und das unendlich lange durchlaufen lassen, dann haben wir hier sofort alles fertig. Man sagt auch, dass das Ganze gegen Q, also gegen die optimale Funktion, konvergiert und wir haben jetzt hier diese Funktion Q-Dach berechnet. Gut. Und das war's mal zum Q-Learning. Wir werden allerdings noch mehr machen, denn es kann natürlich auch noch ein bisschen Zufall ins Spiel kommen. Und ja, den schauen wir uns dann nächstes Video an. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao, ciao.